Und damit herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Folge Nummer 14. Das ist der Raum. Ich kam gerade durch das Fenster rein mit der Lila-Uniform, weil er draußen wegen der Rutschigkeit die Lederjacke anzieht. Und wie versprochen, habe ich jetzt gerade die graue Uniform wieder angezogen, gehe durch die von außen verschlossene Tür. Das Blöde ist nämlich, dass man sich hier draußen nicht mehr umziehen kann. Und ich habe beim letzten Mal einfach den falschen Raum zum Umziehen erwischt, weil ich halt einfach einen Raum erwischt habe, in dem direkt eine Wache steht. Ich wusste, hier steht eine Wache, da unten war ich mir nicht sicher, deswegen habe ich es da versucht. Die ist abgeschlossen. Und aus der letzten, wie gesagt, immer noch, ja, letzte Aufnahme ist die abgestürzte. Ja, weiß ich, dass hier auch noch eine Wache ist, deswegen wollte ich da auch nicht rein. Genau, hier ist eine weitere Wache, die hier diese Maschine bewacht, was immer das auch sein mag. In der letzten Aufnahme habe ich versucht, sie abzulösen, was nicht klappt, weil offensichtlich bin ich höherrangig als er. Und das war ja Blödsinn. Also, wenn hier jemand Wache schiebt, dann wohl eine Wache. Ich habe versucht, ihn ins Büro des Kommandanten zu schicken. Das hat irgendwie auch nicht geklappt. Und wenn ich sage, unten ist ein Eindringling, dann wird er auch gleich sagen, ha, Sie sind der Eindringling. Was tatsächlich klappt, ich habe ihm das alte Buch angeboten. Und dann schätze ich zufälligerweise raus. Hä, Moment. Verdammt. Beim letzten Mal war das sein Lieblingsbuch. Warum klappt das nicht? Das hat nicht geklappt. Was zur Hölle? Und damit herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones, der letzte Kreuzzug. Ich habe gerade gespeichert, weil, wie gesagt, ich habe aus der letzten Folge, am Ende habe ich es noch erwähnt, ich bin hier reingekommen gerade, habe die Uniform angezogen, weil er draußen ja sein Lederkostüm anzieht. Und damit geht's weiter. Beim letzten Mal habe ich versucht, die Wache vor dieser seltsam leuchtenden Anlage mit einem Buch abzulenken. Was leider nicht ganz geklappt hat. Weil ich glaube, ich habe das falsche Buch erwischt. Deswegen versuche ich das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich biete ihm nämlich eine Biografie an. Und das ist nämlich zufällig sein Lieblingsbuch. Und ob ich wohl auf die Anlage für ihn auffasse, während er sein Lieblingskapitel liest. Ja klar, kein Problem. Mache ich. Super. Überhaupt kein Problem. So, was gibt's denn hier alles? Es gibt die Tür, offensichtlich. Es gibt jede Menge Kisten. Es gibt Säulen. Es gibt hier Rohre, Schläuche, Kabel, einen Tisch mit einem Stuhl. Es gibt Lüftung, so wie das aussieht. Und ansonsten gibt es hier. Oh, das Sicherheitssystem. Eine Alarmanlage. Und die ist eingeschaltet. Das ist ziemlich blöd, weil wir hier einbrechen wollen. Deswegen schalten wir die doch einfach mal aus. Leider gibt es hier keine Schalter. Aber da ist so seitlich so ein Gitter. Und zufällig hat der Herr Indiana Jones einen Krug mit Bier dabei. Und damit kann man die Anlage bestimmt ausschalten. Und hat er sie ausgeschaltet? Ja, ich glaube schon. Sogar für immer. Er hat sie für immer ausgeschaltet. Das heißt, niemand kann jetzt herkommen und sie wieder anschalten. Und damit ist dann das Alarmproblem hoffentlich gelöst. Damit wissen die Wachen hoffentlich nicht mehr, dass es einen Eindringling gibt. Oder vielleicht hätte ich hierher kommen müssen, ohne Alarm auszulösen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird jetzt kein neuer Alarm mehr ausgelöst werden. Das ist immerhin schon mal eine gute Sache. Was ich jetzt gerade noch machen wollte oder machen werde, ist nochmal kurz runtergehen in das Erdgeschoss und dort den Bierkrug nochmal auffüllen, weil das Bier, mit dem haben wir ja bisher die Kohlen gelöscht, um den Schweinebraten zu kriegen, mit dem Bier haben wir gerade, hat Indy gerade die Alarmanlage ausgeschaltet, erfolgreich. Und ich glaube, mit dem Krug Bier hätte man auch wohl auch den Betrunkenen irgendwie bestechen können oder so. Das heißt, dieser Krug Bier, der scheint
obwohl die meisten Wachen dem Alkoholkonsum im Dienst etwas abgeneigt sind, scheint der Krug Bier doch relativ nützlich zu sein. Und deswegen möchte ich, bevor ich weitergehe, den einfach nochmal schnell auffüllen. Die Wachen hier unten sind zum Glück alle ausgeschaltet, das heißt, ich muss da jetzt nicht drauf achten, irgendwie andere Kleidung wieder anzuziehen. Die Küche war da hinten. Auf der rechten Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob es da einen Durchgang gibt zwischen den beiden Gängen. Ich weiß es nicht mehr. Aber so rum geht es ja auch. Das ist ja kein Problem. So, da ist die Küche. Und jetzt benutze ich den Krug mit dem Bierfass. Und dann füllt er das Bier auf. Wie man das so macht, ne? Schluck Bier in den Krug aus dem Fass, dann das Fass leer trinken. Nee, besser nicht. Wir müssen hier ja schließlich die Dr. Schneider, was glaube ich? Ich glaube Schneider. Elsa Schneider befreien und natürlich auch Indys Vater. Ganz wichtig. Alkoholkonsum wäre da eher kontraproduktiv. Also wenn Indy jetzt Alkohol konsumieren würde. Mir wurde gesagt, die Hakenkreuze in dem Spiel wurden zensiert. Also ich vermute, dass da soll ein Hakenkreuz ursprünglich sein in der originalen Version, in der englischen Version. Aber in der deutschen ist das dann zu einem Hakenquadrat ohne Haken geworden. Wie man das halt so kennt in Deutschland. Weil wenn man Hakenkreuze sieht, dann wird man ja sofort zum Nazi. Und das darf ja nicht sein. Also, das sollte nicht sein. Das will man nicht. Zumindest die, die es verbieten wollen, es nicht. Und ich meine, es gibt eigentlich keinen guten Grund dafür, einer zu werden, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht. Wenn ich ein Hakenkreuz sehe, werde ich doch nicht zum Nazi. Das ist doch Blödsinn. Deswegen verstehe ich nicht, warum die hier so zensieren, die Hakenkreuze in Deutschland, warum die verboten sind, keine Ahnung. Nun gut, da war die Wache. Im Prinzip kann man sich da jetzt rumschleichen, aber ich möchte einfach mal zeigen, dass es auch so funktioniert, weil ich das ja schon angesprochen habe. Mit der Wache habe ich schon gequatscht. Genau, die kennt Indy in der grauen Uniform. Das ist jetzt hier noch nicht passiert, aber in der Aufnahme, die ich nicht erfolgreich aufgenommen habe, habe ich gemerkt, wenn man die Leute dazu bringt, Indy als, ja, als vorhanden zu akzeptieren und nicht mit ihm zu kämpfen. Und man kommt dann zu denen in anderen Klamotten, in anderer Kleidung, also zum Beispiel jetzt, wenn ich in einer grauen Uniform hinkomme, wobei eigentlich habe ich nur in der grauen Uniform es geschafft, Leute zu überzeugen. Wenn ich jetzt in der Lederjacke dazu komme, nachdem ich in der grauen Uniform jemanden davon überzeugt habe, dass ich zum Schloss gehöre, oder in der Dieneruniform, dann merken die Leute das und greifen Indy an, weil sie plötzlich erkennen, hey, ein Eindringling. Ja, deswegen immer schön die graue Uniform tragen. Kannst du mit dem Schweinebratenfett das Fenster? Nein. Kannst du mit dem Bier das Fenster beweglich machen, so wie die Fackel? Nein, das funktioniert nicht. Und wenn mich aber nicht alles täuscht, dann sollte jetzt die zweite Folge in dieser Aufnahmesession auch wieder voll sein. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Übermorgen hoffentlich, wenn ich dran denke, wenn ich es nicht verkacke. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschö.